Ja, jetzt gucke ich. Guck mal. Ich gucke ja schon. Gut. Dann gehen wir doch noch gegen den Droiden ins Feld. Jaina gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Die Wildnis schützen. Ihr habt es so gewollt. Schön für dich. Dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Schöne Karte. Ach so, ich muss den. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die einzubauen. Naja, egal. Die brauche ich auch erst später. Die beiden behalte ich. Oh, jetzt sieht die wieder. Naja, gut. Ich muss gleich erstmal die anderen Karten einbauen, die ich schon bekommen habe. Aber vielleicht werde ich mal Furion ja auch mit diesen Karten besiegen. Wir werden sehen. Er hat auch noch nichts gemacht, dann mache ich auch noch nichts. Und behalte lieber meinen Mana-Kristall. Was zockst du denn eigentlich nebenher? Zockst du auch Hearthstone oder was? So. Dann werde ich mir direkt meine Karte gönnen. Hahaha. Arkane Geschisse. Uiuiui. Ich würde sagen, machen wir das so. Und so. Der Affe ist weg. Plus 1 Rüstung und 1 Angriff. Das ist klar, auch eine Fähigkeit. Flusskrokodilsch. Ja, noch tiefer. Eiswind Yeti. 4, 5. Boah, er hatte 2 Mana-Kristalle nur für diesen Zug. Das ist natürlich echt mal. Macht er selber 2 Schaden? Okay. Den will er wohl schnell loswerden. Aber so kann ich natürlich direkt. Und dann werde ich mal die Akane spielen. 2 im Gesicht, okay. Dann springe ich mit den beiden auch noch ins Gesicht, würde ich sagen. Das war's. Verfallen. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Overwatch habe ich noch nie gespielt. Und das Off-World habe ich noch nie von gehört, tatsächlich. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. Was spiele ich jetzt aus? Der hat noch 2. Einmal Yes zu treffen. Sogar 2-mal. Spiele ich noch meine Nacht. Sie werden nicht wissen, wie ihnen das war. Komm, mach dem Gegner direkt mal 3 Schaden. Ah, wieder den silbernen Patriarchen. So eine ätzende Figur. Das ist eine echt mächtige Figur. Oh, 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 das sieht schon wieder sehr böse für mich aus, finde ich. Oh, das war ein 6 Schaden. Das tut weh. Der hier den einen Schaden abholen. Und mir noch eine Karte ziehen für die nächste Runde. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung Off-World Trading Company. Ist das ein Android-Game oder was ist das? Oder ist das auch PC? Was glaubst du? Ja, ein Ogre der Felsenfäuste, super. Jetzt könnte ich das Schaf ganz gut gebrauchen. Aber ich spiele lieber den aus. Ja. Na, der macht nur 6 Schaden. Das ist natürlich, ja, den mache ich aber.
Für Nasjata. Oh, das steht aber im Helden zwei Leben wieder. Helden mit Freunden Charakteren. Okay, ach, Charaktere, damit ist auch das gemeint, alles klar. Geil, jetzt hat er schon 10. Das ist ja mal eine Sau. So. Ich spiele meine Uber aus. Und diese schöne Karte hier. Werde mich dann um diese Frau kümmern. Spannende Runde. Vor der nächsten Runde werde ich erstmal die neuen Karten in meinem Deck mischen. Und der hat noch einen Ogre der Felsenfäuste. Na super. Plus 2 Angriff und 2 Rüstung in diesem Deck. Naja gut, ich bin immer noch geschützt. Ich ziehe erstmal 2 Karten. Und ich spiele den aus. Scheiße. Dann opfer ich eben meinen schönen Meister. Und spiele noch meinen Ochsenschnapp, Kiefer, nein. Ich spiele noch das Flusskrokodil. Und den dann noch mal raus. Schnell und schnell. Damit auf jeden Fall noch ein Gesicht. Das sieht sehr gut für mich aus, diese Runde. Die nächste Runde ist ja auf jeden Fall tot. Ja, immer diese Angebotsspiele, das mache ich auch immer sehr gerne. So, da kommt ein feindlichen Helden hier am Schaden zu. Und dann machen wir das so und machen ihn auf 1 und auf minus 6. Bam. Damit habe ich mir auch den Druiden erspielt. Schön. Und die dritte von 5. Verletzt wurde. So, und jetzt gehe ich erstmal kurz in meine Sammlung und werde die Karten für die Magierin aufstocken. Arbeitet ein Deck, um eure neuesten Karten hinzuzufügen. Achso, jetzt erklärt er mir das hier noch. Oh, ich habe schon 30 Karten. Ochsenschnappkiefer brauche ich gar nicht so. An Intelligenz brauche ich nur einmal. Linear Learning packe ich auch mal raus. Und ein Flussgrudi packe ich raus. Die Frostnova packe ich mir dazu. Zwei Diener mit Spott. Den packe ich mir dazu. Den packe ich mir dazu. Und den packe ich mir direkt nochmal dazu. So. Zurück. Und die Magierin will und mir noch den Priester erspielen. Gegen den habe ich ja eben schon mal verloren. Aber das war ja auch in der offenen Runde. Jetzt trete ich ja nur gegen den Gastwirt an. Ich würde auch sagen, nach den beiden Runden jetzt machen wir wieder offene Spiele. Warum nicht? Das Licht wird den Sieg bringen. Ihr habt es so gewollt. Das Licht wird den Sieg bringen. Ganz bestimmt wird es das. Oh, jetzt habe ich die beiden hier. Das ist natürlich schön. Die kann ich jetzt direkt beide wieder ins Deck mischen. Habe ich eine große Chance, die nochmal zu ziehen. Und ziehe trotzdem 2 Viererkarten wieder mehr. Naja, egal. So, da werde ich erstmal direkt 3 Schaden auf den Helden schießen. Wir sind mehr geworden. Stimmt, wir sind 4 Zuschauer. Hallo andere Zuschauer, ich weiß nicht, wer ihr seid. Schreibt doch mal mit dem Drake im Chat. Ich verbrauche direkt mein Mana. Ich bringe schon nochmal mit 3 ins Gesicht. Das um diese Uhrzeit. Also echt mal. Habt ihr kein Leben? Naja. Raptor, Mörder. Was ihr wolle?
Boah, und der ist wieder auf 30 Leben. Auch eine krasse Heldenfähigkeit. Dieses Selbstheilen. So, Spot. Den wegmachen und dem ins Gesicht springen. Kann er nur besser werden hier. Oh, direkt ein Eiswindier, die Huhuhu. Gefährlich. Und auf 7 Leben. Das ist doch direkt mal fies. Den verwandle ich doch direkt mal in den Schaf. Das nervt mich nicht. Dem springe ich ihm ins Gesicht. So. Hat jemand den Arzt gerufen? Doktor? Patriarchen? Damit ist ein Schaf weg. Schon mal sehr gut. Und ich spiele direkt den Wolf weiter aus. Mache einen Schaden und mache ihn dann weg und setze ihn wieder voll ins Gesicht. Wollen wir doch mal sehen hier. Dass die ganze Zeit heilt, ey. Boah, 2 Blutsumpf-Raptoren, alles klar. Jetzt muss ich mich doch mal um die Feinde kümmern. Noch ein Flüssgrudi dagegen und die Nachtklinge. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und mache damit einen Raptor weg und springe ihn damit auf den Weg. Den muss er gleich sowieso angreifen. Und dann wird er ihn sowieso töten. Ja, und das sieht auch ein bisschen faster aus. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Und schaut währenddessen am Handy. Sehr schön. Die beiden neuen... Oh, jetzt ist es nur noch ein neuer. Die sind auf jeden Fall still. Sechs. Das ist natürlich echt blöd. Könnte ich jetzt natürlich mit den beiden wegmachen, aber dann sind die beide tot. Deshalb verwandle ich ihn direkt nochmal in ein Schaf. Ich werde mir das Schaf vom Hals schaffen. Murloc ausspielen. Und komm, ich bin wieder ins Gesicht. Was soll der Geiz? Ich muss ihn ja irgendwann mal klein kriegen. Hat jemand Hallo Almaira. Grüße dich. Doch nicht stumm. Schöner Zauber, den er da benutzt hat. Oh, der hat schon wieder so ein super Patriarchen, aber er hat keine Karten mehr. Das finde ich sehr gut. So, den mache ich erstmal weg. Damit ich ihm ins Gesicht springen kann. Den noch raus und meinen Leber noch raus. Mit dem mache ich die Frau noch weg. Jetzt bin ich gespannt, was er für Karten zieht. Da spielt er direkt aus. Oh, und direkt ein Kernhund. Scheiße, kann ich bitte noch ein Schaf ziehen? Scheiße. Dann friere ich doch erstmal die Gegner ein. Das Dingo. Und werde mir mit Schott ein bisschen Zeit verschaffen. Nächste Runde kann der auf jeden Fall nicht angreifen, das heißt, diese Runde springt immer mal voll ins Gesicht. Und dann ist die nächste Runde nämlich tot. Ja. Na, was hat er für eine Karte? Heilige Pein verursacht 2 Schaden, das ist gar nichts. Jetzt ist er weg. Und damit habe ich mir den Paladin erspielt. Huibu! So, kriege ich den sogar noch anders klein? Ja, dann töte ich den Kater. Der hier gehört mir. Wunderbar. Ja, guten Morgen. Oh, cool. Und bei der nächsten Runde bin ich auch Stufe 10. Priester habe ich noch nicht freigespielt. Und das ist auch die letzte Runde im Modus Üben. Dann spiele ich doch jetzt noch gegen den Schurken. Dann brauche ich nur noch Paladin und Hexenmeister mehr spielen. Und spiele mir noch die letzten Basiskarten frei für die Magierin. Oh, und ich habe wieder vergessen, mir andere Karten ins Deck zu machen. Egal, ich habe ja keine neuen bekommen. Seid auf der Hut. Ihr habt es so gewollt. Was habe ich denn hier für Karten?
Den behalte ich. Die beiden tausche ich aus. Ja, sehr gut. Das ist eine sehr gute Kombination hier. Den Schlachtzugleiter und die beiden Murlocs. Die spare ich mir auf jeden Fall ein bisschen auf. Bei einem Murloc kann ich mir nicht aufsparen. Dann muss ich direkt mal hier diese komischen Fußsoldaten wegbemsen. Fuck. Ja, wir sind die einzigen Verrückten, das finde ich sehr schön. Dolchbeherrschung, Heldenfähigkeit, legt ein Dolch 1-2. Okay, dann kriegt er Dolchschaden, wenn er einmal damit austeilt. Auch gut zu wissen. Ich nehme nochmal den Mörderkreuzer. Und mach die Arkangeschosse. Yes, und zwei davon gehen ins Gesicht, das finde ich sehr gut. Ein Schuss, ein Schuss. Mein Murloc, so ein Scheiß. Aber egal. Soldaten kann ich jetzt. Oh. Das war's mit seiner Klinge, legt sich aber direkt ein neuer an, dann ist klar. Zack. Wegmachen. Und das war's für mich diese Runde. Für den König! Anaira, wo kommst du her? Was machst du so spät noch online? Kannst du nicht schlafen? So, was mache ich? Fünfe und Ansturm. Finde ich mal gar nicht geil. Dann spiele ich mal den aus. Und lasse es dabei. Nein, ich mache noch die Arkane, sodass ich diese Elfen. Nein, scheiße, natürlich nicht. Ich habe wieder Pech. Kacke. Na gut, aber wenn ich nächste Runde meinen Schlachtzugleiter ausspielen kann, kann ich direkt hier sein vom Sturmwind wegmachen. Nehmt das! So, das war der Plan. Und dann noch hier damit. Zack. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. In Ludwigsburg in der Rockfabrik. Am Mittwochabend. Was läuft denn mittwochsabends in der Rockfabrik? Was glotzt du so? Schnell und staub zuschlagen. So. Wollen wir mal sehen hier, Herr Gastwirt. Eure Waffe erhält plus 2 Angriff. Aua. Und ein Raptor. Ein Gesicht. Aha. Nochmal ins Gesicht. Aha. Und dann noch so einen bescheuerten Ritter. Und nochmal ins Gesicht. Boah, der springt aber jetzt nur noch ins Gesicht hier, wa? Das finde ich nicht die feine englische Art. Bereit zum Ausritt! Kostet meinen Stab! 4 und 1. Dann spiele ich den noch aus. Weg mit dem Raptor. Und komm, weg mit dem. Und den muss ich auch noch halten. So. Da muss man dann einschalten, ja. Pain? Es läuft Pain? Ist das eine Musikrichtung? Habe ich was verpasst? Vernichtet einen feindlichen Diener, der Arsch! Ah, oh, fiese Nummer. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und hoffe, dass er nicht mehr so geile Karten hat jetzt. Ich habe ein riesiges. Blöde. Oh, 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 das wird aber richtig knapp hier. Und natürlich meinen Schlachtzugleiter erstmal killen. So, ich ziehe als erstes zwei Karten.
Bereit zum Ausritt! Ich nehme den hier mit dazu. Opferungslos-Krokodil. Der hier gehört. Ich mit diesen beiden ins Gesicht. Ich habe noch einen Schaden und hoffe, dass er keine gute Karte jetzt mehr hat, weil ich habe nur noch 5 Leben. Autsch, 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 autsch. Sie werden bitte nicht wissen, wie ihnen geschehen. Oh, oh, oh. Da kann ich auf jeden Fall noch einmal angreifen. Dann bin ich genau auf 1. Noch ein Dolch, dann kann aber nicht mehr angreifen. Und damit würde ich sagen, er ist ja tot. Den verwandle ich in ein Schaf. Der hier springt ihm ins Gesicht. Mir. Yes! Schurken erspielt! Bam Bam! Stufe 10 mit der Magierin! Alle Basiskarten! Ach, die Band Pain haben gespielt, okay. Juhu! Ja, alle Basiskarten dieser Klasse erhalten! Von nun an benötigt ihr Kartenpackungen, um euer Deck zu verbessern! Mit allen feindlichen Dienern 4 Schaden zu. Boah! Krasser Zauber hier. Und ich habe eine Kartenpackung erhalten. Yay, bringt eine Klasse bis auf Stufe 10. Und noch eine Kartenpackung erhalten. Übung macht den Meister, gewinnt 5 Spiele im Modus Üben. Sehr schön. Und eine neue Queste schließt ein Spiel im Modus Spielen ab. Wunderbar, dann gehe ich doch erstmal in meine Sammlung. Und nein, gar nicht wahr. Ich gehe erstmal zurück ins Hauptmenü. Und werde mir meine Kartenpackungen öffnen. Das ist doch immer das Schönste. Juhu! Bam! Was haben wir denn hier? Lichtbrut. Der Angreifer dieses Dieners der Angriff des Dieners entspricht immer seinem Leben. Ja, den hatten wir vorhin schon beim Priester. Sehr, sehr geiles Vieh. Kampfschrei verleiht einem Diener plus 2 Angriff in diesem Zug. Windzornharpier. Wählt einen Diener. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreift, mit dem Paladin. Den habe ich mir aber noch gar nicht erspielt, den Paladin. Selten! Ja, und eine seltene Karte. Kampfschrei verleiht einem befreundeten Diener bis zu eurem nächsten Zug Verstohlenheit. Meisterin der Tarnung mit dem Schurken. Sehr schön. Und was ist in der zweiten Kartenpackung? Bam! Schattenschritt. Lasst einen befreundeten Diener auf eurer Hand zurückkehren. Er kostet 2 weniger. Cool. Mit dem Schurken. Lasst einen befreundeten Diener auf eurer Hand zurückgehen. Oh, nochmal. Geil, direkt 2-mal die Karte. Windzorn-Überladung. Das mit der Überladung habe ich tatsächlich noch nicht so ganz raus, wie das funktioniert. Feendrache. Kann nicht als Ziel von Zaubern und der Heldenfähigkeit gewählt werden. Geil. Golden und selten. Golden und selten. Schrecken der Leere. Kampfschrei. Vernichtet die benachbarten Diener und erhält deren Angriff und Leben. Wie geil ist das denn? Aber den Hexenmeister habe ich mir auch noch nicht freigeschaltet. So, dann werde ich in den Modus Spielen übergehen und werde mir, ich werde mal mit den Schurken spielen, da haben wir gerade so schöne Karten für bekommen und mir hier noch ein Deck zusammenstellen mit dem Schurken und erstmal alle Karten entfernen. Dann mal gucken, was wir uns für ein Deck bauen. Fügt einem unverletzten Diener 2 Schaden zu, nehme ich den beide. Rand einer Seite, um durch eure Kartensammlung zu blättern. Den kleinen Heldenschaden zufügen ist immer gut. Meine Waffe erhält den Angriff. Kann ich auch 2-mal rein. Noch 2-mal rein. Die Meisterin der Tarnung nehme ich. Das Attentat nehme ich auch 2-mal. Das kann sehr nützlich sein. Verleiht einem Diener plus 2 Angriff in diesem Zug, nehme ich mit. Das Wildchen nehme ich mit. Den nehme ich mir einmal mit. Den Feendrachen nehme ich auf jeden Fall. Den Raptor einmal. Den Grizzly nehme ich einmal. Den Magma-Güter, auf jeden Fall den Schlachtzugleiter, nehme ich mir sogar wieder 2-mal mit. Den Eisenfels-Grizzly. Den Schildmeister. Eine Karte ziehen ist immer gut. Den Sturm nochmal reinpacken. Den packe ich mit rein. Kubashi. Windzorn habe ich hier. Die packe ich mir auf jeden Fall auch mit rein. Den Champion. Und
noch irgendwas Kleines. Kleineres. Den packe ich mir nochmal rein, damit ich noch eine Karte ziehen kann. So, fertig. Und dann gucken wir uns das Deck doch mal an. Und da möchte ich gerne ein gewertetes Spiel spielen mit der Schurkin. Stufe 1 Schurkin, ey, geil. Und ich gehe in ein gewertetes Spiel, ich Vollidiot. Ist glücklich, dass er doch noch beschlossen hat, was zu kochen. Ja, dann wünsche ich dir einen guten Appetit, Drake. Ich habe vorhin Pizza gegessen und ich werde mir jetzt nichts mehr kochen. Ich bin über 30, dann werde ich fett. Die überlebenden Mana-Kristalle werden im nächsten Zug gesperrt. Lass die Jagd beginnen. Dina kostet also in zwei Zügen Mana. Aha. Ach so, die überladenen. Ja, ja, wenn ich mehr davon brauche. Genau, so war das irgendwie. Den packe ich auf jeden Fall nochmal ins Deck. Und die restlichen Karten behalte ich. Mal schauen. Ah, Naira, woher kennst du mich denn eigentlich? Von der Musik oder tatsächlich von Let's Plays? Ja, das ist nämlich auf jeden Fall noch die Seltenheit. Mini-Ninja! Hui! Lass uns Hallo sagen. Die Freude ist ganz meinerseits. Die Freude ist ganz meinerseits. Ist natürlich toll, wenn der mich noch gar nicht begrüßt hat. Ich werde meinen Fußsoldaten ausspielen. Und diese Karte auf jeden Fall noch nicht verbrauchen. Wir haben plus 1 Angriff. Oh, jetzt macht er sofort meinen Fußsoldaten. Ja, gut, den muss ich auf jeden Fall direkt loswerden hier. Fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Nee, ich nehme meine Waffe. Mache hier 2 Angriffe mehr. Und werde diesen Wolf als Schaden. Auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Denn sonst hätte er jedem benachbarten Diener wieder plus 1 gegeben. Gut gespielt. Vielen Dank. Danke. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Appetit, Drake. Sie umgeben. Lepra genommen. Todesgott. Der zweite Heldenschwein 2 Schaden zu, oder was war das? Dann füge ich dem feindlichen Helden mal 2 Schaden zu. Los geht's. Und spring ihm ins Gesicht. Und lege direkt wieder eine neue Waffe ein. Und das Mana aufgebraucht auf jeden Fall. Was haben wir hier denn? Ah, den Kampfschrei kann ich natürlich dann gar nicht nutzen. Der Kampfschrei ist super für den Sonnenbrunnen, Leute. Oh. Plus 1, natürlich fies für den Raptor. Ansturm, das ist gut. Kostet meinen Zack, direkt den Raptor weg. Los geht's. Und dann werde ich den Golem erstmal los. Auch wenn er mir damit einen Schaden macht oder 2 sogar. Aber gut, damit muss ich leben. Okay, über YouTube und dann das Niveau. Der klassische Weg also. Aua, aua. Die Runde sieht gar nicht gut aus für mich, aber das finde ich jetzt sehr, sehr fein. Oder spiele ich den Gurubashi aus? Drei, vier, fünf. Ich spiele den Gurubashi aus. Und springe ihm damit Los ins geht's. Gesicht. So. Jetzt bin ich gespannt. Es wird auf jeden Fall knapp hier.
jetzt einen Huhn getroffen. Oh, der war gemein. Setzt das Leben eines Dieners auf 1. Das war fies. Gut gespielt. Das war gemein. Das war wirklich gemein. Danke. So, dann mache ich den aus. Füge dem feindlichen Helden Schaden zu. Und werde ich noch das Krokodil los? Los geht's. Nee, dem springe ich noch ins Gesicht. So. Oh, ich glaube, gegen den bin ich nicht. Autsch. Explosivschuss, nicht schlecht. Oh, das ist natürlich sehr gut. Ich glaube, meine Karten waren nicht optimal gewählt. Aua, 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 aua. Nehmt das! Die Nacht bricht herein. Tot. Ja, schade. Ich werde auf jeden Fall noch den Wolf loswerden. Ich habe ihn schon mal gut gespielt. Gut gespielt. Naja, schade. Die Runde habe ich auf jeden Fall nicht gewonnen. Danke. Alles klar, Drake. Bis dann. Solltest du die Tage übrigens ins Kino gehen, guck dir unbedingt, und ich würde ihn wirklich tatsächlich im Kino angucken, der Film ist es definitiv wert, guck dir unbedingt Griphagen an. Was, ich war gestern im Kino, hab mir den angeguckt. Was für ein unfassbar krasser Film. Also ich habe am Schluss echt gut geheult. Was für ein geiles Stück Film, also ein belgischer Film, sehr, sehr, oder niederländisch, sehr, sehr, sehr gut. Also ich war auf jeden Fall sehr angetan. Und jetzt bin ich nicht mal Stufe 2, das war natürlich sehr armselig. Aber ich habe ein Spiel im Modus Spielen abgeschlossen und damit eine Kartenpackung erhalten, das ist doch auch was wert. Neue Quest, das spielt 3 Spiele im Modus Spielen, alles klar, das kriege ich hin. Dann gehe ich erstmal zurück, mache die Kartenpackung auf. Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen. Fügt einem Diener einen Schaden zu. Der Diener erhält +2 Angriff. Cool. Kampfschrei ruft einen knappen Schaden. Selten. Wichtelmeisterin. Fügt am Ende eures Zuges diesem Diener einen Schaden zu und beschwört einen Wichtel. Cool. Friert einen Diener sowie seine benachbarten Diener ein und fügt ihnen einen Schaden zu. Auch nicht schlecht. So, dann gehe ich wieder in den Modus Spielen. Und werde auch, komm, ich werde jetzt einfach von oben nach unten mir hier die Karten freispielen und werde mit dem Krieger anfangen und mir erstmal ein vernünftiges Kriegerdeck bauen. Wo ist er denn? Da ist der Krieger. So, was haben wir hier? Den nehme ich auf jeden Fall dazu. Verleiht einem befreundeten Diener Ansturm. Er kann in diesem Zug keine Helden angreifen. Mhm. Finde ich aber ganz gut. Feurige Kriegsaxt nehme ich mir zweimal dazu. Einen +4 Angriff nehme ich zweimal dazu. Vernichtet einen verletzten feindlichen Diener zweimal. Eure Diener mit Ansturm haben +1 Angriff. Einmal. Verursacht einen Schaden. +2 Angriff in diesem Zug. Nehme ich auch mit dazu, den Murloc. Stellt die Waffe eures Gegners. Das ist immer ganz gut, wenn man gegen einen anderen Krieger spielt. Grizzly. Blutelfen-Klerikerin. Den Schlachtbegleiter zweimal. Eine Magma-Wüter nehme ich mir noch mit dazu. Die Wichtelmeisterin.
noch was hier, um Karten zu ziehen. Noch einen Ansturmtypen. Den noch als Ansturm. Den nehme ich auch direkt zweimal. Bringt einen Diener zum Schweigen. Sehr gut. Den nehme ich noch zweimal mit. Den nehme ich mir noch einmal mit. Den mit dem Knappen nehme ich mir noch mit. Und diese Gebaschelflieger nehme ich mir noch mit. Was packe ich dann noch weg? Ja, den Waffenstoß nehme ich mir nur einmal mit. Und ich will noch was Hochkartiges haben. Die Raketenschützen. Ne, den Champion nehme ich mir noch mit dazu. So. Da mal gucken, was ich mit dem Deck ausrichten kann. So, es sind immer noch zwei Zuschauer da. Wer ist denn eigentlich der mysteriöse Dritte in unserem Bunde? Jetzt, wo Drake weg ist. Der lässt sich im Chat nicht sehen. Sieg oder sehr schade. Schreibt doch mal mit. Was ihr drauf habt. So, die behalte ich direkt alle. Das war's. Ich kann noch gar nichts tun. Oh, der hat aber direkt mal schöne Karten rücken. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ah, nicht getroffen. Dann lasse ich doch mal die Rakete starten. So, und lege die feurige Kriegsaxt währenddessen an und hau ihn erstmal aufs Maul. Übrigens schade, dass ich immer nur irgendwie gegen die spiele, gegen die ich schon, die ich mir schon freigespielt habe. Legt euch nicht mit Zorn auf. Direkt noch eine feurige Kriegsaxt. Zack, ich spiele auf jeden Fall. Nee, den spiele ich aus und lasse seine Jägerin weg. Kostet meinen Stab! Das war's. Oh, Helm macht der Stoß, alles klar. Da wird schon die Idee, was ich gleich ausspiele. Nämlich sie hier und mein Zauber. Zack, Ansturm und dann hole ich mir direkt dann hoch. Zack. Delling. Das Dingo! Ja! Ich fände es ja lustig, wenn irgendwie mal mehr Leute zugucken, irgendwann später. Fügt einem Diener einen Schaden zu. Der Diener erhält, der hat Angriff plus 2. Bringt einen Diener zum Schweigen. Das finde ich doch direkt. Eure Magie wird euch nicht drängen. Fügt man es direkt zum Schweigen. Ne, die hebe ich mir noch auf. Lass die Dunkelheit herein. Zack, und machen Wichtel. Das ist auf jeden Fall gleich die Karte meiner Wahl. Dass die alle erstmal plus 1 haben. Es sei denn, er hat jetzt irgendwas Cooles, um die ganzen Einser wegzumachen. Und ein Gurubashi, alles klar. Genau 6. Dann hole ich mir erstmal meinen Spott. Das Dingo! Ja! Wenn ich nicht angreifen kann.
Und dann werde ich noch die Axt anlegen. Und den wegmachen. Und den beiden nochmal ins Gesicht springen. Lass die Dunkelheit herein. Was ihr wolle? Wolf Grumsam. Scheiße. So. Kann ich einen verletzten Feind gegen Dinger so gespielt? Ja, das war gerade genau die richtige Karte auf jeden Fall. Ich hoffe, die ziehe ich jetzt auch. Dann kann ich nämlich diesen scheiß Gurubashi. Yes. Dankeschön. Schwein gehabt. Gut, dass ich das gesagt habe. Nimm das! Wunderbar, die ist gleich sowieso tot. Aber die kann ja nochmal so ein Vieh hier beschwören. Er wählt den Tod! Whoop! Hahaha! Tschüss, Delling und mein zweiter Stern! Yes! Und damit habe ich 3 Siege und das sind wieder 10 Gold und Stufe 2, das heißt neue Karten. Fügt 2 zufälligen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Okay. Aufsitzen? Hä? Für euren 3. Sieg habt ihr eine besondere Belohnung verdient. Loggt euch in World of Warcraft ein, um sie zu erhalten. Ich habe kein World of Warcraft. Das werde ich nie haben. Ja, genau. Wuhu! Spielt 3 Spiele im Modus Spielen. Das war das erste. Dann kommt jetzt direkt das zweite. Mein Deck fand ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das behalte ich einfach noch. Jetzt sind es nur noch wir beide, Anaira. Da ist der 3. Zuschauer einfach abgesprungen. Die Sau. Ah, Garrosh schon wieder gegen Garrosh. Garrosh. Mann. Sieg oder Tod. Zeigt, was ihr drauf habt. Den behalte ich auf jeden Fall. Den behalte ich auch mal. Ne, den tausche ich aus. Yes. Boah, ich bin mittlerweile auch ganz schön müde. Ich werde auch gleich mal ins Bett gehen. Oh, schön. Den behalte ich noch. Und sag erstmal Hallo. Grüße. Grüße. Erstmal den Hammer versenken. So. Und die Rüstung anziehen. Karten sind so witzig manchmal. Boah, mach hinne. Karamellhorn. Ja, um die Uhrzeit werden vermutlich wirklich nicht viele andere Leute unterwegs sein. Da hast du wohl recht. Volles Grund aufs Maul. Was? Wieso taucht er denn wieder auf? Da ist er wieder weg. Ketun! 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 Ah, der Tun. Ja. Dann statten wir mich erstmal mit Spott aus, würde ich sagen. Ja. Kriegsaxt haben. Ja. Und macht total Schaden. Aber haut mein Schild an. Das ist natürlich gut. Gut gespielt. Beeindruckend. Dann nehme ich den hier.
Schlacht, Made. Den hier. Und den hier. Ich werde euch vernichten. Das glaubst auch nur du. Das war doch ganz gut. 4 Schaden. Karamellhorn. Der hat so viele Karten auf der Hand. Warum hat er so unfassbar viele ich Karten? Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Oh, was ist das denn für eine Karte? Kriegsheld der Bluthufe. Nie gesehen. Kriegerheld, okay. Und damit noch plus 1 erfahren. Sehr schön. Dann werde ich hier mal los. Und nee, dann lege ich die Kriegsachs noch an und mache mir nochmal 2 Rüstungen mehr. Spürt meinen Zorn! Und hoffe einfach, dass er keine guten Karten hat. Weil das sieht gerade ziemlich schlecht für mich aus. Auch wenn er jetzt auf 18 und ich noch auf 30 oder auf 34 bin. Der hat so viele Karten noch. Das sieht ganz, ganz böse für mich aus. Und so wie es aussieht, hat er schon länger gespielt und hat ganz gute Karten. Auf jeden Fall. Aber das jetzt gerade nicht gut gesehen. Okay. 4 Schaden und 4 Rüstung. Oder 3 Rüstung. Tun ist mein Schild. Ich hasse Gott. Grüße. Bereit zum Ausritt. Greift an. Zack. Tja. Nee, ich bin ihm damit wieder ins Gesicht. Plus 5 Rüstung. Du das ist ein Schild. Noch mal den gleichen. Der Team hat schon 12. Damit ist das noch das Schild weg. Und ich bin am Zuge. Zack, der 3. Ich bin immer noch voll ins Gesicht. Das war's. Und brauche endlich mal gute Karten. Das Dingo! Ja! Schildmeister, na gut. Jetzt hab ich natürlich den Schildmeister. Den macht er auch noch. Also mein Gottesschild, klar. Und ich kann ihn nicht mehr angreifen. Mein Zug. Und noch ein Schild. Den macht er auf jeden Fall jetzt sofort weg, das ist klar. Ich glaube, die Runde verliere ich. Der hat noch zu viele Karten. Der hat noch 6 Karten. Seid ihr mein Meister? Eure Diener. Der C-Team hat schon 14 Punkte. 14, das ist nicht so schön. Oh, er macht sich selber den Schaden. Also. Er hat jedes Mal plus 3 Angriffe, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Das ist natürlich geil, aber der macht den in einer Runde ja auch weg. Aber den müssen wir erstmal wegmachen. Ich spiele ihn aus, was habe ich sonst für eine Wahl? Da spielt er den Film aus. Euer Albtraum beginnt. Komm, mach ihn nicht tot. Nicht tot machen, nicht tot machen, nicht tot machen, bitte. Nein! Fuck! Fick die Scheiße! Ah.
Kacke. Ich habe keine Chance mehr. Diese Runde habe ich verloren. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Eure Magie hat euch nicht verlicht. Zack, und ich bin tot. Das war's. Gut gespielt. Gut gespielt. So ein Mist. Ja, komm, jetzt mach mich doch fertig. Das ist doch schwul. Mann, ich hasse sowas, wenn die sowas tun. Dann gebe ich doch direkt mal auf. Ne? Und fast schon für 3. Naja. Das war mein Spiel 2 im Modus Spielen. Und das ist jetzt das dritte. Und danach höre ich auch auf. Oh, Exodus Mask. Guten Abend. Noch ein Zuschauer. Schön. Wo treibt es dich denn noch her? Garrosh gegen Rexha. Gegen Koba, wie Lass auch immer. Kann die Jagd lesen. Beginnen. Sieg oder Tod. Das ist eine sehr schöne Kombination am Anfang. Die behalte ich direkt mal. So, und danach werde ich ins Bett gehen, liebe Leute. Wir haben nämlich schon 3 Uhr morgens. Er spielt direkt sein Wildtier aus. Soll er mal machen? Ich mache nichts. Exodus, wo kommst du her? Wie bist du auf den Stream aufmerksam geworden? Und warum zur Hölle bist du noch wach? Schön. Dann spiele ich doch erstmal meine Kriegsaxt aus. Und spring ihm da ein bisschen ins Gesicht. Ich bin Jäger. Windzorn, das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, den Windzornmann muss ich erstmal loswerden. Zack. Und dann lege ich noch eine Rüstung an. Und springe wieder ins Gesicht. Zack. Ein Regenbogen, ach wie schön. Kämpft an meiner Seite. Boah. Alles klar, Misha. 5-4. Das ist doch mal richtig fett. Den bringe ich erstmal zu Schweigen, würde ich sagen. Und dann spiele ich mal meinen Sturmgeber aus. Und werde mal sein Fieder verackern, dass der auch nur 4-4 hat. Tili Zauberbrecher. Ja, der Name trifft. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr ein Wildtier herbeiruft. Den würde ich natürlich am liebsten direkt loswerden. Ja, den Gokubashi spiele ich auf jeden Fall aus. Oder. Ja, ich spiele aus. Und, oh, muss ich mich mal kurz anders hinsetzen. So. Zufällig von Skyrim hierher. Weil du nicht pennen kannst. Joa. Das ist auf jeden Fall ein guter Grund. Wie meinst du von Skyrim? Hast du vorher meine Skyrim-Folgen auf YouTube geguckt, oder was?
Ich habe mir tatsächlich nämlich vorhin überlegt, auf YouTube zu streamen. Boah, sehr gut gespielt. Das hätte ich gerade mitkriegen müssen, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Gut gespielt. Ruft ein Mastiff herbei. Der hat sich selber irgendwie Schaden zugefügt, ne? Um den herbeizurufen. Ich lass die Runde. Plus 2 und Spott, das ist natürlich jetzt sehr geil. Sehr, sehr gut gespielt hat er auf jeden Fall. Der Schuss wieder nicht. Das ist jetzt richtig blöde. Greift an! Ich werde wieder mal spielen. Und dann einmal zwei Schaden lassen. Jetzt ist der zwar gleich tot, aber immerhin macht er noch einmal 5 Schaden. Naja, bringt mir auch nicht viel, aber... Boah. Alle Rahmenansturm, alles klar. Der ist echt gefährlich, wenn man viele Wildtiere hat. Die Runde sieht nicht gut für mich aus. Ich habe 2 5-1er. Das ist nicht so schön. Der hat jetzt alle Zeit der Welt. Oh, er springt mir komplett ins Gesicht, oder was? Ne, die beiden Fünfer macht er auf jeden Fall weg. Sonst wäre er schön blöd. Und den anderen auch, das war klar. Das hab ich genauso gemacht. Vernichtet einen verletzten feindlichen Diener. Wunderschön, dass ich genau die gerade gezogen habe. Das war sehr, sehr viel wert. Nehmt das! Der plus 1 und der plus 1. Für den Krieg zum Lendarm! So. Das war gerade sehr wichtig. Jetzt hat er aber alle Karten auf der Hand und ich bin so gut wie tot. Die Runde geht auf jeden Fall an meinen Gegner. So ein Mist. Aber ich steige trotzdem eine Stufe auf und habe trotzdem die Queste erfüllt. Haha. Gespielt. Dieser scheiß Mehrfachschuss, ey. Fünf Schaden und sehr gut. Sehr gut gespielt. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Gut ausgewogene Karten. Schade, bin ich noch nicht auf Rang 24. Aber immerhin auf Rang 3. Ich habe 100 Gold als Belohnung erhalten. Dann kriege ich eine neue Queste. Ja, ich kriege eine neue Queste. Gefällt euch das? Fügt feindlichen Helden 100 Schaden zu. Wunderbar, ihr lieben Leute. Ich mache hier Schluss. Die beiden habe ich mir immer noch nicht erspielt. Den Hexenmeister und den Paladin. Die sind nächstes Mal dran. Wenn ich mir weitere Karten erspiele. Immerhin ist die Magierin schon mal vollständig da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Stream. Ich hoffe, euch gefällt mein wunderschönes Overlay. Ich bin so stolz auf dieses Overlay. Ich finde, das habe ich echt gut hinbekommen. Und hoffe, dass da auch mal ein bisschen was passiert ist auf Twitch, dass mal so ein paar Dinger hier aufpoppen, wenn mich Leute irgendwie subscriben oder followen oder so. Also ihr seid dazu herzlich eingeladen. Ah, Folge 95, die neueste. Ah, nee, gar nicht wahr. Doch, die neueste. Folge 95, schön. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß weiter bei Skyrim. Wenn du es noch nicht zu Ende geguckt hast. Es ist auch eine neue Folge Fallout 4 heute gekommen. Und ich sage jetzt mal so, Fallout 4 fängt jetzt ab der letzten Folge, also ab der Folge 62, glaube ich. Ich werfe die Folgen durcheinander, ich habe zu viele Let's Plays. Richtig, richtig spannend, weil da die Hauptquest weitergeht. Also guckt da mal rein. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wünsche dir, lieber Exodus, dass du bald schlafen kannst. Und ja, Anaira, ne? Hauen sie rein. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ja!
habt genug Gold, um euch eine Kartenpackung zu kaufen. Schaut gleich einmal im Shop vorbei. Nein, vielen Dank. Ich mache jetzt Schluss.